Zum zweiten Mal richtete die WTG Heckengäu am Samstag, den 18. November 2017, ihren Pokalwettkampf aus. Die gute Stimmung im Sportzentrum Leonberg verhalf den 46 Turnern zu Höchstleistungen. Bei der Mannschaftswertung konnten sich die Teilnehmer von der SG Heidelberg-Kirchheim klar an die Spitze setzen und holten 265,5 Punkte. Den zweiten Platz bei der Mannschaftswertung sicherte sich ein starkes Team der WTG Heckengäu mit Philipp Lutz, Christian Marquez, Luc Schaar, Lauwes Spies und Lukas Unger. Das Quintett holte 247,85 Punkte. Christian Marquez, der im letzten Jahr mit seiner Mannschaft den Gedächtnispokal gewonnen hat und auf dessen Verteidigung spekuliert hat, freute sich am Ende mit der Kirchheimer Truppe. Aber nicht nur für Mannschaften bot der Heckengäu-Pokal eine gute Plattform. Konzipiert ist er nämlich für Einzelturner. Die Mannschaftswertung ist reine Statistik. Und so traten zunächst alle der rund 50 Teilnehmer in einer Qualifikationsrunde gegeneinander an. Einen besonderen Augenschmaus mit hohem Unterhaltungswert boten die Gerätefinals. Die jeweils besten zwei Turner der Vorrunde durften hier in einem direkten Stechen nochmals gegeneinander antreten. Der Sieger aus diesem Duell erhielt den begehrten Heckengäu-Pokal. Am Boden konnte sich der sehr sauber turnende Sven Stellmacher vor Christian Marquez, der nach seinem Doppelsalto rückwärts unglücklich aufkam, durchsetzen. Die SG Kirchheim turnte den Sieg am Pauschenpferd unter sich aus. Patrick Briegmann setzte sich vor Stefan Engel. Im Duell an den Ring trennten Tobias Weckerle und Manu Schur nur 0,7 Zähler. Mit einem gestreckten Kasamatsu sicherte sich Nick Ackermann den Sprung vor Philipp Lutz, der den Kasamatsu in gehockter Ausführung präsentierte und dafür genau einen Punkt weniger erhielt. Ebenfalls das Nachsehen hatte Philipp Lutz am Barren. Hier besiegte ihn Lauwes Spies, der durch einen sauberen Doppelsaltoabgang bestach. Dennoch hatte Philipp Lutz allen Grund, sich zu freuen. Als bester Sechskämpfer heimste er die Heckengäu-Plakette ein. Extrem spannend wurde das letzte Duell am Königsgerät, dem Reck, bei dem sich Spies und Marquez maßen. Beide wussten, dass der korrekt geturnte Abgang über Sieg oder Niederlage entscheiden würde. Und so packte Marquez seinen doppelten Vorwärtssalto mit ganzer Drehung, eine Höchstschwierigkeit, aus und konnte sich mit 12,6 zu 11,75 Punkten gegen Spies durchsetzen, der bei seinem Doppelsalto rückwärts mit Schraube stürzte. Bestens eingespielt, fiebern die Turner nun der im Februar beginnenden Ligasaison entgegen. Okay, ich bedanke mich recht.